Herzlich willkommen bei Stream Wars, dem Serien- und Filmquiz von techbook.de. Wer Champion werden möchte, muss sich nicht nur gut mit Serien und Filmen auskennen, sondern auch mit den Streamingdiensten und der Technik dahinter. In 4 Spielrunden tritt ein Kandidat gegen unseren Quiz-Experten an. In diesem Sinne, lasset die Stream Wars beginnen. Ich bitte zunächst unseren Quiz-Experten zu mir. Er trägt nicht nur farbenfrohe Kleidung, sondern auch jede Menge Wissen mit sich rum. Herzlich willkommen, Sebastian Klussmann. Hi. Sebastian, du sprichst 5 Sprachen, bist amtierender Quiz-Europameister und hast ein Buch zum Thema Allgemeinwissen geschrieben. Hat deine Gegnerin überhaupt eine Chance gegen dich? Oh, da bin ich mir sicher, dass sie eine Chance hat. Kommt ja vom Fach hier, ne? Und insofern wird es sicherlich ein spannendes Duell. Ich bin ja kein Schauspieler. Also, wobei, ich habe mal mitgespielt bei Sturm der Liebe. Dann bist du auf jeden Fall auch ein Schauspieler, aber nicht so ein guter wie deine Kontrahentin. Ich begrüße Simone Hanselmann. Hallöchen. Hi. Komm zu uns. Simone, dir fehlt es ja überhaupt nicht an Kameraerfahrung. Man kennt dich aus dem Fernsehen. Aktuell bist du im Bergdoktor noch zu sehen. Ihr dreht die nächste Staffel schon. Der Durchbruch gelang dir damals mit GZSZ. Ja. Dazwischen lagen zahlreiche Produktionen. Das heißt, gehst du überhaupt mit Lampenfieber in das Duell mit Sebastian? Nee, tatsächlich nicht. Aber das liegt eher daran, dass ich denke, ich kann eigentlich nur verlieren und ich muss nichts beweisen. Also ich gehe davon aus, dass der Sebastian einfach der bessere Quizzer ist als ich und mehr Wissen hat. Und alles andere freut mich, wenn ich mal was richtig habe. Das ist eine kluge, gesunde Einstellung, muss man einfach mal sagen. Ja? Also du fällst auf die Tiefstapelei ein bisschen rein? Ja, Tiefstapel auf jeden Fall, aber ich meine, so verspürt man gar keinen Druck. Ne? Ich verspüre den Druck hier immer, weil die Erwartungen gehen jetzt ja hoch. Ja? Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr euch schlagen werdet und deswegen starten wir mit unserer ersten Spielrunde, dem Bilderquiz. Ich erkläre euch zunächst mal die Regeln. Ihr seht auf den Monitoren das Bild eines Schauspielers und das Logo eines Streamingdienstes. Eure Aufgabe ist es, mir zu sagen, in welcher Serie auf diesem Streamingdienst der gezeigte Schauspieler mitspielt. Pro richtige Antwort gibt es einen Punkt. Pro falsche Antwort kriegt der Gegner einen Punkt. Wer die Antwort weiß, haut auf den Buzzer und gibt mir die Antwort. In diesem Sinne, wir starten mit Bilderquiz. Oh, verdammt. Bosch? Nee, verdammt. Ist da gleich Schauspieler, aber der lief woanders. Muss ich eh schon nehmen, die Antwort. Ja. Das ist Bosch. Bosch ist richtig. Oh, auf keinem Video. Okay. Erster Punkt für Sebastian. Ja. Bitte das nächste Bild. Oh, warte mal. Boah, wer ist denn das noch? Ah, das habe ich, glaube ich, gesehen. Gut auf einer Simone. Ich hoffe, es war New Amsterdam. Leider nicht, es ist die Schlange. Oh, Serpent. Okay. Stimmt! Deswegen, okay, ich hab's aber gesagt. Auf einer wahren Begebenheit. Und das ist die Serie auf Netflix dazu. Ja. Okay, Bild Nummer 3, bitte. Ach du, okay. Ist das. Können das auch ältere Sendungen sein? Wie heißt denn das? Scheiße. Simone. This is Us? Oder ist es der falsche Streaming-Dienst? Das ist Hilary Duff, ne? Und die hat Maguire oder so gespielt. Das war ganz lange her. Gibt es einen Lizzie McGuire oder so? Lizzie McGuire wäre es gewesen. Oh, das ist aber. Gibt es noch eine Neuauflage oder so? Ja, das ist schön. Das ist alles Material auf Disney. Sebastian, du hattest gesagt, du möchtest auch mal einen Klassiker haben. Ja, gerne. Jetzt ich mag Hilary Duff, ganz den toll. Den Punkt kriegst du trotzdem gefällt für die falsche Antwort. Wir machen weiter mit dem dritten Bild, bitteschön. Hi. Oh, probieren wir das. Sehr bekannt. Sehr bekannt. Mhm. Nee. Und traurige jetzt? Thematik. Jetzt lag ich so viel daneben. Traurige Thematik. Sehr bekannt. Sebastian. Ich muss ja noch aufholen, ne? Go for it. Ja. Das ist immer Druck, wenn man hört, so sehr bekannt. Ne? Dann wartet man, ob es noch irgendwie so ein. Nee, ich erkenne sie tatsächlich nicht. Ich habe den Eindruck, ich habe es schon mal gesehen, aber. Ja. Möchte sich noch jemand trauen? Ansonsten löse ich nämlich auf. Ja. Es wäre 13 Reasons Why gewesen. Alles klar. Ich habe nur einen Grund. Habt ihr gesehen?
Ja, ja. Ja? Ja. Ich natürlich nicht. Kann ich ja nicht wissen. Kann es nicht wissen. Nein, aber schade, dann, also. Schade, ich. Ein Reason why I don't know. Wir gucken einfach mal, wie es bei der nächsten Frage läuft, beziehungsweise beim nächsten Bild. Ach du. Gut, er war bei den Emmys, war der Mann. Oh, er war bei den Emmys. Ja, trägt ein schönes Hemd. Ja. Der Name ist Brandon Hunt. Ja, das hätte ich sagen können. Das. Davon gehe ich aus. Den Streamingdienst kannst du wahrscheinlich auch sagen. Das ist Apple TV Plus. Ja, richtig. Ja, das hätte ich auch lösen können es jetzt. Ist eine Komödie. Eine Komödie. Leider. Aber wir sind noch in Serien, ne? Also Comedy-Serie. Mhm. Sind wir immer noch bei Serien? Ja. Nee, das ist ein Zacken zu schwer für mich. Ich glaube, der Sebastian, der lässt sich jetzt noch mal zu einem Buzzerer hinschreiben. Der will Schlange auch nicht. Aus meinen Seelen. Sorry. Okay. Sorry, ich habe noch nicht mal irgendwas. Dann lösen wir auf, es wäre Ted Lasso gewesen. Nein! Ma! Das wollte aber ich jetzt noch gucken. Alle sagen, nein. Das ist toll, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich. Ah ja, okay. Mhm. Schade. Das ist, ja, jetzt ich weiß, dass du das auch schon gesehen hast. Hast du es schon gesehen? Ja, aber noch nicht, also nur eine Folge. Okay, da kam der ja scheinbar nicht ich vor. Ich weiß nicht, nein, ja, er mit dem Schnäuzer ist natürlich... Gut, Simone, noch eine Chance in dieser Runde. Okay. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem letzten Bild. Oh, das ist Sex Education. Richtig. Ah! Okay. Oh, wobei sie hat echt viel gerade gemacht. Ne? Bei The Crown ist sie nämlich auch und es läuft auch bei Netflix, glaube ich. Dafür das hat sie genau sogar einen Emmy gewonnen. Richtig? Das erwischt, das wir gesucht haben. Perfekt. Oh, puh. Hätte jetzt alles sein können, aber es kann. Na gut, wir beenden das Bilderquiz. Gucken uns den Punktestand nach der ersten Runde an. 3 Punkte für Sebastian, 1 Punkt für Simone. Wie sagt man so schön, da ist noch alles offen. Und wir machen weiter mit Runde 2, richtig oder falsch. Ich erkläre kurz die Regeln. Ich lese euch eine Aussage zum Thema Streamingdienste vor. Genauer gesagt, erst dir 5, dann dir 5. Ihr antwortet mir bitte mit richtig oder falsch. Stimmt die Aussage oder haben wir uns die nur ausgedacht? Jede korrekte Einschätzung gibt einen Punkt. Wir spielen insgesamt 5 Aussagen. Simone, wir fangen mit dir an. Zeitbegrenzung haben wir nicht. Es darf also gerne überlegt werden. Oh, gut. Erste Frage. Disney Plus bietet nur Streaming für Kinder und Jugendliche an. Falsch. Korrekte Antwort. UK, das Vereinigte Königreich, ist für Amazon Prime Video der zweitgrößte Markt hinter den USA. Ich sag falsch. Das wäre richtig gewesen. Oh, habe ich genauso beantwortet. Na dann, Sebastian. Disney Plus und Amazon Prime Video wurden beide in Portland, Oregon gegründet. Ich denke falsch. Da denkst du richtig. Ja. Punkt für dich. Join ist im Bundesland Hessen verboten. Ich wüsste nicht, warum. Warum sollte das verboten sein? Und in einem Bundesland? Nee, glaube ich nicht, ist falsch. Da hast du recht, das ist falsch. Soweit geht der Föderalismus. Wer kommt denn auf so eine Aussage? Da musste unsere Redaktion fragen. Soweit geht der Föderalismus natürlich noch nicht. Mit der Todesstrafe. Und zuletzt haben wir noch Netflix bietet Untertitel auf Persisch an. Also, jetzt lass mal überlegen. Ich habe es noch nicht gesehen. Weiß ich aber nicht. Vielleicht bieten die ja irgendwo an. Oder in darf ich da nachfragen? Heißt es, bieten die in Deutschland auf Persisch an? Och, ich sag mal richtig. Könnte doch sein. Punkt für dich ist richtig. Sehr gut. Na dann gucken wir mal bei dir, Sebastian. Auch für dich gibt es 5 Fragen. Antworte bitte mit richtig oder falsch. Ich bin gespannt. Und wir legen los. Netflix wollte Join im Jahr 2020 kaufen. Nee. Wollten die nicht. Nee, wollten die auch nicht. Nee. Korrekte Antwort. Amazon Prime Video ist der Anbieter mit den meisten Eigenproduktionen. Die haben viele. Die haben viele. Aber mehr als Netflix? Oh, Netflix Originals. Das hört man so oft daher. Aber zweimal nein. Egal, ich sag nochmal nein. Und da liegst du nochmal richtig. Ja, nicht einfach. Mal schauen, ob es so weitergeht. Ja. Sky hat kein Angebot für Kinder.
kein Angebot für Kinder. Das heißt, sie haben keine Kinderserien oder die haben nichts, was so... Oh, ich weiß nicht, warum hat man keine Kinderserien? Weil man keine Kinder mag. Magst du keine Kinder? Doch, klar. Okay, gut. Bin ich Sky? Hallo Sky. Warum sollten ich kenne da keine Kinderserie. Die Frage war, Die Frage war, Sky hat kein Angebot für Kinder. Das haben wir schon zweimal falsch gesagt. Ich würde sagen, die haben wirklich kein Angebot für Kinder. Ich würde sagen, die haben ein Angebot für Kinder, weil auch Sky natürlich auch Kinderlieb ist. Das ist... Ich dachte jetzt mal andersrum. Ja, schade. Schade. Dann haben wir noch für dich, Join macht seit der Gründung Verluste. Kann man das so... Das kann man so sagen. Aber die haben so viele Abonnenten, ne? Ja, nicht einfach, ne? Die haben 3 Millionen Zahlende. Wie viel zahlt man da? Aber der Klaas Häufer Umlauf, der kriegt wahrscheinlich eine Menge Geld. Check, check. Vielleicht müssen wir mal Simone fragen, kriegt der Klaas Häufer Umlauf eine Menge Geld? Ich rufe ihn kurz an. Ja, können wir kurz Telefon sorgen? Aber da ist auch noch Christian Ulmen, der kriegt auch eine Menge Geld. Ne? Der Christian Ulmen, der kriegt... Ja, ich meine, am Anfang muss man ja ordentlich investieren, ne? Deswegen sage ich, die machen Verluste, ja. Das ist richtig tatsächlich. Das ist noch nicht gewinnbringend. Und die letzte Aussage für dich. Seit 2019 überträgt Sky kein Beachvolleyball mehr. Sorry, das ist aber echt ganz interessant. Beachvolleyball. Guckst du das irgendwie? Ey, total gern. Immer am Timmendorfer Strand, ne? Ich habe ja auch mal mit dem Julius Brink gequizt. wo habe ich denn das immer geguckt? Live offensichtlich. Live. Ach so, darum geht es auch noch. ja, ich meine, um auf so eine Aussage zu kommen, dann muss sie einfach stimmen. Das denkt man sich nie aus. Ja, denkst du. Nee, das ist falsch. Leute, echt. Okay, damit sind wir mit Runde 2 fertig. Wir gucken nochmal auf die Punkte, ob sich was getan hat. Und wir kommen zur Runde 3. Welche Serie, welcher Dienst? Auch in Runde 3 wird es wieder visuell. Wir sehen wieder ein paar Bilder. Wir zeigen euch Szenen aus Filmen und ihr kriegt dafür diese Tafeln. Einmal für dich, einmal für dich. Plus Schwamm, plus Stift. Okay. Es funktioniert folgendermaßen. Ihr seht ein Bild, eine Szene aus einer Serie und sagt mir bitte, um welche Serie es sich handelt, beziehungsweise schreibt das auf die Tafel. Und auf welchem Streamingdienst sie läuft. Okay. Pro Streamingdienst gibt es einen Punkt, pro richtiger Serie gibt es einen Punkt. Das heißt, als Tipp, zumindest eine Streamingserie, irgendeine aufschreiben, das bewährt sich in dieser Runde immer. Ihr habt aber nur 10 Sekunden Zeit, um eure Antworten aufzuschreiben. Moment. Es geht also ganz klar darum, die Szene schnell zu erkennen. Okay. Und dann legen wir los auf mein Kommando mit dem ersten Bild. Gut. Oh, läuft. Welche Serie, welcher Streamingdienst? Ist das hier? Ach, weiß ich nicht. Schlimm ist meine Handschrift. Ihr müsst mir dann einfach schauen. Wir sind vorbei. Simone, wir gucken erstmal bei dir. Was hast du? Soll ich zeigen? Ja. Pastewka? Auf Amazon Prime. Ist das auf Amazon Prime? Ich habe Pastewka und Sky. Dann ein Punkt für dich, Sebastian, 2 Punkte für Simone. Was? Amazon Prime? Amazon Prime hat die letzte Staffel sogar selbst produziert für Pastewka, früher ja noch auf Sat.1. Und dann geht es mit dem zweiten Bild weiter. Gott. Was ist das denn? Ich kann es nicht, keine Ahnung. Und die Zeit ist vorbei. Sorry, aber... Dann lösen wir bei dir erstmal auf. Sebastian. Netflix ist das eindeutig. Stranger Things. Okay, hab's nicht erkannt. Ich dachte, das war Dark. Auf Netflix. Dann gibt es einen Punkt für dich, Sebastian, und schon wieder 2 Punkte für dich. Denn es war Dark auf Netflix. Jetzt läuft's aber. Ja, jetzt läuft's aber an. Sehr gut. Dann warten wir einen Moment, bis die Tafeln wieder sauber sind. Und ich würde sagen, ab zum dritten Bild. Ja, welche Serie, welcher Dienst? Jetzt am besten schreiben. No idea.
denn die Zeit ist auch schon wieder vorbei. Simone, da habe ich nicht viel gesehen. Dune oder so, der Wüstenplanet heißt das. Ist ein Film jetzt, ne? Aber ah, kann sein. Keine Ahnung. Und du? Ich habe Disney Plus und Mandalorian. Volltreffer. Genau, das ist aus dem Star Wars-Universum. Und da liegen ja die Rechte bei Disney. Zwei Punkte für dich, Sebastian. Leider keinen für dich diesmal. Aber es gibt noch eine Serie, die es zu erraten gibt. Eine wunderbare Serie. Ja? Ich würde sagen, eine meiner Lieblingsserien. Okay. Und die Zeit läuft ab und wir lösen auf. Habe ich nicht gesehen, deswegen glaube ich mal Apple TV. Ach, wenn wir dich jetzt besser kennen würden, ne? Was ist denn eine deiner Lieblingsserien? Es ist Love on the Spectrum. Oh, on the Spectrum. Okay. Ja, also Autismus? Netflix. Es läuft auf Netflix, genau. Es geht ums Autismus-Spektrum und es ist eine Doku-Serie. Gerade kam die zweite Staffel raus, könnt ihr ja mal gucken. Dann, okay. dann wisst ihr, was meine Lieblingsserie ist. Okay. Okay, und das war's auch schon mit unserer dritten Runde. Welche Serie, welcher Dienst? Wir gucken uns den neuen Zwischenstand an und es bleibt spannend. Kann ich besser laufen, aber ist so anspruchsvoll. Dann kommen wir zur Finalrunde. Ich würde sagen, habt ihr noch Benzin im Tank für die letzte Runde? Ich gebe mir Mühe. Stottert ein bisschen, aber. Okay, und zwar spielen wir Kreuzverhör. Ich erkläre es nochmal kurz. Jeder von euch bekommt 5 Fragen gestellt, abwechselnd. Erst du, dann er, erst er, dann du. Das gucken wir. Diesmal fängt Sebastian nämlich an. Es geht um Streamingdienste und es geht um Streamingtechnik diesmal. Ihr habt pro Frage 10 Sekunden Zeit für die Antwort. Die Zeit beginnt erst, wenn ich die Frage zu Ende gestellt habe. Und für jede richtige Antwort gibt es 2 Punkte. Das heißt, 10 mögliche Punkte bei 5 Fragen. Sebastian, wir fangen diesmal mit dir an. Mhm. Gerne, aber nicht so gut. Hier kommt dein Kreuzverhör. Mittlerweile kann man von fast jedem PC oder jeder Konsole streamen. Wie nennt sich das Kabel, mit dem man normalerweise das Bild auf den TV überträgt? Normalerweise? Weiß ich nicht. SCART-Kabel. Das war früher so. Das war früher so, aber heute ist das leider Nein, nicht mehr so. Nein, ich mach das noch so. Es ist das HDMI-Kabel. Nein! Weil anders kriegen wir leider keine HD-Auflösung auch rüber. SCART-Kabel, da sind wir ja auf, ich glaube, 640 Pixel beschränkt. Aber Sebastian, spiel du auf deiner PlayStation 1 mal weiter. Dann machen wir auch. Retro ist in. Ja. Da wollen wir dir nicht zu nahe treten. Wir machen weiter mit der zweiten Frage. Welche Serie war mit 65 Millionen Zuschauern, die meistgeschaute im Jahr 2020 auf Netflix? Oh, das ist eine 50-50-Sache. 2020? Oh, 2020. Moment, dann machen wir Queen's Gambit. Haus des Geldes wäre es gewesen. Boah. War das deine zweite Möglichkeit oder war es dann doch 33? Naja, Bridgerton ist jetzt später gekommen. Ah, okay. Ne, aber dann war das. Na gut. Die nächste Frage müsste eigentlich was für dich sein. Ja, den Gamer in dir. Wir hatten das Thema ja gerade schon mal kurz. Welche PlayStation ist die älteste, auf der man Join schauen kann? Also eins würde ich ausschließen. Mhm. Deswegen sage ich jetzt einfach mal 3. Nein, das ist die PS4. Die App gibt es erst ab dort. Tut mir leid, Sebastian, aber wir machen weiter. Man muss dranbleiben. Nächste Frage. Wie viel Speicherplatz bietet ein aktueller Sky-Receiver zum Aufnehmen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Willst du jetzt was in Gigabyte, ja? GB. Leider doppelt so viel. 1 Terabyte, 1000 Gigabyte. Ja. Ja. Aber die Nullen, 3 Nullen, 5 Nullen. Wir haben auf jeden Fall noch eine Frage für dich. Ach so, noch eine, sorry. Und zwar, wie lautet Dolbys Audio-Technologie, die viele Streaming-Dienste unterstützen? Dolby Surround. Es wäre Dolby Atmos gewesen. Mhm. Tut mir leid, Sebastian. Ja,
Das, die Runde war leider eine Nullnummer für dich. Ja. Aber Simone, du hast gesehen, die Fragen sind auch nicht ganz so einfach. Die sind wirklich schwer, aber also stimmt es jetzt, eine Antwort würde mir den Sieg bringen oder kommt noch eine Runde danach? Nee. Mach die letzte Frage. Mach einfach die letzte Frage, dann sieht es gut aus. Gott, oh Gott, ja, nee. Aber schwierig. Gut, okay. Simone, eine von fünf muss sitzen. Mhm. Hier kommt dein Kreuzverhör. Mhm. Wie kann man beim Streamen unterwegs den Datenverbrauch reduzieren? Helligkeit runterfahren? So würde ich es machen. Es ist tatsächlich die Auflösung runtersetzen. Ah, man guckt okay. zum Beispiel nur in Standardauflösung statt in HD oder 4K. Okay. Nächste Frage. Welcher ist der größte US-Streaming-Anbieter, der es noch nicht nach Deutschland geschafft hat? Mm. Ja, ist mal die Frage, ist das jetzt ein Streaming? Aber HBO ist ja sowas, was wir jetzt noch nicht haben. Ich glaube, das kann man irgendwo bei Sky dazu kaufen oder so. Aber ist das Streaming? Bräuchte jetzt die Antwort. Okay, HBO. Es ist HBO Max. Ja, das musst du jetzt sagen, ob es gilt. Da ne? muss ich mal beim in der Regie kurz nachgucken. Ich kriege da aber einen Daumen nach oben. Insofern lassen wir das gelten. Und das war auch kein Zufallstreffer. Ich wusste nur nicht, dass Und ich würde sagen, die nächsten Fragen machen wir einfach noch zu Ende. Okay. Da hast du jetzt ja ein sicheres Gefühl im Rücken. Die kannst du jetzt in Ruhe beantworten. Okay. Thema Fernseher. Was unterscheidet die OLED-Technologie von der LCD-Technologie? Die was Technologie? Die OLED-Technologie von der LCD-Technologie. Kann ich noch was sagen? Rehabilitieren. Ja, sag mal. Wenn es jetzt falsch ist, ist es besonders peinlich. Ja? Ich würde es nur erraten, dass O for Organic steht, was den Unterschied macht. Ja, aber LED, ne? OLED ist Organic, ja, das ist Organic LED. Und das andere ist Liquid Crystal. Also, naja, andere. Aber ich weiß nicht, ob das gut. Und wie macht es sich bemerkbar? Es ist umweltschonend. OLED TV, da leuchten tatsächlich die Pixel selbst. Okay. Das ist also falsch. Das ist falsch. Ich würde sagen, Simone, wir übergeben dir jetzt einfach mal deinen Preis, oder? Oh. Den Applaus. Da müssen wir gar nicht weitermachen. Herzlichen Glückwunsch, du hast diese Runde gewonnen. Danke. Gut, war jetzt ein bisschen Glück mit dabei. Ne? Nein. Und viel Wissen. Vielen Dank auch an dich, Sebastian. Ja. Und für dich habe ich nicht nur das gute Gefühl, sondern auch unsere Trophäe, den TechBook Streaming Star. Bitte schön. Ist das cool, danke schön. Boah, nicht schlecht. Also hattest keinen Druck? Hast du noch, was möchtest du noch sagen zum Ende? Es war auf jeden Fall. Ja, ehrlich gesagt bin ich ein bisschen traurig, dass vorbei ist. Ich bin jetzt richtig in Fahrt. Ich hätte jetzt so Lust, irgendwie da weiterzumachen, weil ich schon das Gefühl habe, ja gut, das ist jetzt ein bisschen Glück oder Pech manchmal auch, ne? Aber so ist es. Am Ende ist es vielleicht öfter auch mal Glück oder Pech. Das kann sein. Auf jeden Fall können, das hat man gesehen. Ich finde auch, du hast dich super geschlagen. Sebastian, du aber auch. Dich sehen wir auch wieder bei der nächsten Folge von TechBook Stream Wars. Wir sehen uns.